Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Ich befinde mich eigentlich immer noch so ein bisschen auf der Loot-Tour, die ich angekündigt hatte. Aber habe jetzt gerade was Schönes gesichtet und ich denke, boah, es wird ganz interessant werden, wenn wir das Gebäude mal zusammen machen. Ne? Das ist hier diese. Ja, große Schnauze, ne? Diese komische Kirche, die unterwärts einen riesengroßen Bunker hat. Ne? Dieses Teil da. Weil da kommt schon der Halbi entgegengekrabbelt. Arme kleine Sau, ich muss ein bisschen was trinken. Und nochmal eine Kleinigkeit essen. Ist auch schon ein paar Teile hier im Auto drin, aber ich dachte, machen wir mal ein bisschen was zusammen. Ist jetzt auch nicht weiter wild, ne? War das mal das Trinken oder habe ich das jetzt rausgeschmissen? Okay, wir haben nicht genug zu trinken mit, aber. Das eine oder andere werden wir bestimmt dann auch noch finden. Oh, hier haben wir nochmal ein Stück Wasser. Sprit habe ich hier gerade in Hülle und Fülle durch das Abbauen von den Autos noch. Dann ein bisschen Öl habe ich auch jede Menge. Bisschen Öl vor allen Dingen. Ne? Nee, aber guck mal, Sprit kommt jede Menge bei raus. Ein paar Motoren. Hier habe ich einen Bohrer gefunden. Hier haben wir eine Kettensäge. Ein paar Motoren haben wir. Paar Batterien, da nur leider nicht so tolle Batterien, aber was soll man machen? Ne? Genau, den einen Punkt, den Rohstoffsammler, den hat man ja reingemacht. Altstoffsammlung, ne? Soll ich sagen. Okay, aber hier drauf habe ich jetzt gerade Lust mit euch. Die gönnen wir uns jetzt einfach mal. Einfach nur mal so. Weil ich die gerade gesehen habe. Aber die ist ein bisschen anders, weil an dieses Ding hier kann ich mich nämlich nicht erinnern, ne? Ja, wir könnten jetzt auch die ganzen Gräber ausheben, ne? Für Munition und so weiter. Aber da geht es uns, glaube ich, gut genug für, ne? Die Dinger, die gucken natürlich rein, das ist klar. Aber ansonsten brauchen wir hier, glaube ich, keine großen Böllefans machen. Die Sachen jetzt ausbuddeln, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Aber hier geht's runter und da unten gibt es halt Action nach. So, hier gucken wir natürlich rein. Jetzt habe ich aber Lack gehabt, habe mich aber erschrocken, ne? Hab mich erschrocken, Leute. Na gut, dann müssen wir natürlich auch mal hier auch hochgucken, ne? Wenn die da so runtergeplopst sind. Können wir da irgendwie anreinsetzen. Was zu essen. Vielleicht ist auch was zu trinken drin, das wäre jetzt gar nicht gewesen, aber. Egal. Wir werden nicht sterben. Gehe ich ganz stark davon aus, dass wir das nicht tun werden. Aber du gehst mir gerade so ein bisschen die auf den Zeiger. Zeiger hat sich erledigt. Jetzt verschwinde schnell noch und dann ist alles schön. Nö, gut, dann gehen wir runter. Was wird's? Stört uns jetzt nicht des Weiteren. Gehen wir einfach mal hier runter und looten ein bisschen und bauen ein bisschen was ab. Das ist halt auch ein richtig hammergeiles Gebäude. Kann man auch schön irgendwie als Dingsgebäude umbauen, ne? Als Base, ne? Schöne kleine Mauer drumherum. Oben kann man aber immer hin, hier unten kann es anfangen zu buddeln, ne? Okay. Wir nehmen gerade alles mit, ne? Sei egal. Interessiert uns ja nicht.
Ja, hier kommen ja Stühle, nehmen wir auch mit. Kostenloses Holz, sagen wir nicht nein. Hier haben wir ein Büchlein, diese Ballmod, ne? Das bleibt mal liegen. Oh, ein bisschen mit der 9 mm. Wir wollen noch eine MP5. Ich war halt auch bei dem anderen Händler, ne? Da, wo ich gesagt habe, wo ich hinfahren wollte. Aber. Da gab es nichts von den Füßen zu holen. Hoffen wir immer noch auf unser Trommelmagazin. Unsere Pump, ne? Unsere automatische Schrittwunde. Aber dies hat sich noch nicht blicken lassen. Und gehen wir dann mal rüber in die Feuerwehr. Machen wir mal eine gemütliche Lootrunde. Seid ihr hier zum Looten? Nein, ihr seid nicht zum Looten. Ist auch so irre für heute, ne? Da kommt was Grünes. Gehen wir mal ein bisschen was stärker aus, ganz kurz. Dass wir nicht nachladen brauchen. Ist eigentlich auch die Dings mal drin? Jawohl. Die habt ihr beide drin, ne? Ist draußen, ne? Ey, jetzt wird wieder verjagt. Das gehört, kommt irgendwas von hinten. Hat der Striker sich verjagt? Das machen wir nicht. Da hat der Striker keine Lust drauf auf diese komischen Quests. So. Ja, muss man auch viel zu viel hin und her fahren, finde ich bezüglich. Ja, wenn du gerade in der Nähe bist, okay, kann man sie vielleicht mitmachen, aber ansonsten. Ansonsten finde ich es einfach nur. Ja, dann kommt der. Komm. Ich bin bereit. Hier noch eine 6er bekommen, kommt hier ein Red Dot drauf, ne? Und dann ist die eigentlich auch schon gut fertig. Und hier machen wir rauf. Verkrüppel sie mal. Ist gar nicht so bei einem Raum, die Kalle. Ging nicht gut für dich aus, dass du dich jetzt so beeilt hast. Ich weiß gar nicht, hab ich. Ja, 8 Stück, ne? Dietrich hier sehen wirklich gut aus, Leute. Überhaupt nicht gut, ne? Dietrich. Müssen wir aufbrühen, machen wir eine gemütliche Runde hier. Quatschen wir noch ein bisschen. Zu Hause, ich muss jetzt ehrlich überlegen, ich habe jetzt echt ein paar Tage nicht reingeguckt. Oh, hier, guck mal. Jagdgewehr. Wie wir da verblieben sind, ne? Ich weiß, wir haben die Dings oben drauf. Ja. Solarzellen, ne? Alter Schwede, jawohl, yes! Bitte sei auch stärker, bitte sei auch stärker. Jawohl. Schuss pro Minute, da verzichten wir gerne drauf, ne? Jetzt, wenn ich so rauchen habe, dass wir hier rein müssen, Leute. Yes! Und zu Hause noch ein schönes Red Dot bauen. Dann passt das. Ja, das war's jetzt auch schon hier mit dem. Ne? Aber was wollen wir mehr? Reicht mir völlig aus. Alles wunderbar, ey. Nice. Mehr gönnen wir uns das hier, ne? Da gerade eh nichts anderes. Ein Papier, hier die Federn können wir hier lassen. Ja, aber hat der Ausflug hat sich gerade schon gelohnt, ne? Geil. Geile Sache. Fahren jetzt aber noch schön gemütlich rüber.
Machen natürlich. Okay, draußen ist ein Wolf. Die machen wir natürlich weg. Ne? Die Überraschungsparty haben wir kein Interesse. Ja, siehst du halt, wenn wir es gerochen haben, ne? Der frisst aber ganz schön Material, ne? Bezüglich Munition. Ja, den haben wir uns nicht wieder angegeben. Egal. Noch einer. Ich dachte gerade, wir haben doch den Schädel weggeballert, ne? Warum kriegst du denn jetzt eine in den Holz? So, sonst noch irgendwo jemand, der ein bisschen Lust und Laune haben möchte? Keiner. Okay. Okay. Hat mal die Nachbarn hier geweckt oder was? Es sieht ganz anders aus, ne? Mal gucken, ob der Loot sich resettet hat, Leute. Aber es sieht so aus, als wenn wir hier schon tätig waren. Okay, Loot hat sich resettet. Sehr schön. Was zu trinken, das ist sehr schön. Tape. Ja gut, vielleicht sollte man für solchen Aktionen doch tatsächlich in den Helm diese Wassermod reinmachen, ne? Man zur Not echt einfach schmutziges Wasser trinken kann. Fertig. Ja, hier waren wir zu lange. Ja, ich würde es jetzt kaufen, wenn ich könnte, ne? Aber können wir nicht. Beide Teile, können auch nicht schaden. Das machen wir mal mit. Das Schöne ist, wir brauchen die Saves nicht aufknacken. Ist irgendwo noch jemand? Ja, komm, das. Du wirst dir wünschen, nicht hier ausgemacht zu haben. Oder angeklopft zu haben, ne? Aber gerade ein bisschen mehr los hier heute, ne? Zumindest haben wir ein bisschen Action. Es wird nicht langweilig gerade. So, das ist natürlich jetzt ein Vorteil, ne? Wir brauchen jetzt aufkloppen. Zack, zack. Ran an die Maus hier. Zack. Das hat sich auch gelohnt. Oh, ich glaube, wir müssen da mal rausgehen. Ich glaube, wir müssen gleich mal ein bisschen rausgehen. Ganz kurz da ein bisschen was wegdrücken, ne? Hier hin. Hier schon ist drin. Geht schon los. Jetzt geht schon los. Dafür haben wir. Moment. Doch. Also das hier können wir essen. Das hier können wir essen. Dafür haben wir keine Rezepte. Das hier können wir zerlegen. Haben wir das schon mal. So. Dann die Toilette da oben.
Ja, noch eine schöne Pistole drin, immer, ne? Nein, schmutziges. Und dann noch. Schrank. Leerlinge. Ist okay. Okay. Wir nehmen alles mit. Das machen wir mal so, damit sich das resetten kann. Die Küche wollen wir auch noch nicht. Gehen wir ganz kurz raus. Gehen wir mal ganz kurz raus ans Bike. Ja, hallo. Ich find's gut, ne? Wie gesagt, wir hatten die Zombies ja auch erhöht, ne? Damit wir hier auch ein bisschen mehr Spaß haben. So, das. Warum stickst du nicht gleich? Das verstehe ich nicht. Ach ja. Ein bisschen Platz haben wir ja, ne? Hier unten, das kann doch bestimmt auch noch mit rüber. Das und das kann auch noch ein bisschen was mit rüber. So. Die behalten wir, die gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Verändern. Zack. Wieder minus 1. Haltbarkeit. Kriegt mal eine Mod rein. Dann hat sie mehr Damage, ne? Zur Not. Okay, dann nehmen wir jetzt die hier. So. So, den gehen wir mal rein, ne? Gucken wir mal hier uns das Ding hier noch an, das Geschehen. Hier nehmen wir hier noch ein bisschen Elektrokram mit. Du bist heile, leere Gläser. Das hat sich säuremäßig aber auch gelohnt. So, Badezimmer. Bisschen Blei. Leer. Blei im Badezimmer. Hm, warum nicht? Wenn man drauf steht, ne? Aber das werde ich machen. Für den Fall, dass das nochmal vorkommt. Du bist kaputt. Ich nehme mich mit. Den trinken, da muss mir halt irgendwas passiert sein, ne? Auch elektronische Teile, sehr schön, die gibt es auch elektronische Teile. Also wie gesagt, ich habe jetzt Zeit versucht, ein paar elektronische, mechanische Teile zu bekommen und so, ne? Aber, ja gut, dann bietet sich das halt hier alles auch ein bisschen an, ne? So. Dich haben wir gar nicht, ne? So. Mehr dich nehmen wir auch mit. Dann mal gucken, wenn wir den halt sortiert haben. Das hier können wir jetzt zerlegen. So, ich habe genug auf die Folter geschrieben, wollte ich gerade sagen. Die Folter getrieben. Ja, komm. Wir haben unseren guten gehabt gerade, ne? In der Kirche. Damit war auch sehr zufrieden. So. Ja, wir können das einfach mal so machen, ne? Zack. Aber, nein. Die müssen wir mit drüber nehmen, ne? Schon können wir das hier mit drüber nehmen. Mal klein machen. Hier vielleicht einmal durchgucken, ob wir hier vielleicht irgendwas noch klein machen können. Glas brauchen wir nicht mitnehmen. Zack, haben wir wieder 1, 2, 3. Hier haben wir schmutziges Wasser. Das hat sich gestickt. Fahren wir mal rum. Gucken wir noch mal, ob wir nicht irgendwo noch ein schönes Gebäude bekommen. Ne? Der sieht jetzt nicht nach einem heilen Auto aus. Darf jetzt halt aber auch nicht mehr so groß sein, ne? Nachts sieht man das hier wirklich, ne? Ja, ne, ich komme leider nicht mehr. Aber das Auto nehmen wir mit hier. Polizeirevier, da waren wir schon drin, ne? Dem bauen wir das Auto ab. Noch
eine Batterie, Motor. Mal zu Hause schön Strom verlegen, Kabel verlegen. Wie unsere zu Hause, ne? Dass wir dann unten halt dementsprechend vernünftig Licht haben. Oben vielleicht noch ein paar Lampen hin, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich die bauen kann. Na, wie machen wir denn da noch mit Gebäck? Hallo, Ecke. It's me. Ach ja. Diese Lampen. Licht, keine Ahnung. Lampe, nee. Strahler auch nicht. Ich weiß nicht, wie die hießen, Leute, ne? Da bin ich jetzt echt leider etwas überfragt. Das kann auch sein, dass man die halt nur in der Werkbank findet, ne? Die man auch so neigen kann, nun, ja. Mir fällt der Name. Müssen wir nochmal gucken. Müssen wir nochmal gucken. So, was haben wir hier? Leeres schwarzes Kaffee. Wie gesagt, morgen früh sind wir dann wieder zu Hause. Dann gucken wir mal. Und wahrscheinlich schön, dass wir dann zusammen machen. Ne? Vierer, Fünfer Gebäude oder so. Schrottplatz. Schrottplatz brauchen wir jetzt nicht so wirklich, ne? Geier habe ich jetzt auch keinen Bock. Ja, weißt du was? Machen wir unser Zuhause mal sauber hier. Gibt es halt noch ein paar schöne elektronische Teile. Machen wir das jetzt mal schnell. So. Hallo, sind wir zu Hause? Also ich weiß, dass hier jemand wohnt. Dann beklauen wir euch halt einfach, ne? Das nehmen wir mit. Mal hier so Pulten rein, ne? So mies hat sich das schon lange nicht mehr angehört, dieses. Das hat mal wieder ein bisschen Gänsehaut gebracht. Dass man so sagen darf. Irgendwie werden sie schon hochkommen, ne? So, wie viel Platz haben wir noch? Wir haben noch genug. Aber vielleicht solltest du auch erst reingucken. Macht manchmal Sinn. Naja, hier lohnt sich das doch auch schon mal noch ein bisschen mit den Autos. Eisenschaufel, ne? Okay. Vor allem, wo bist du denn jetzt auf einmal so rausgestolpert? Das würde mich mal ganz interessieren, ne? Ja, mal sehen, was ist denn? Ich weiß manchmal die normalen Ball mittlerweile um ihn zu decken, ne?
dich noch. Gleich rein, ne? Wieso erschrecken? Das sind diese genau, das habe ich hier mal. Ne? Einmal rangehen, zack, draufklicken, fertig. Das ist das Geilste, was du denn haben kannst. Komm übrigens zuerst hoch. Hier kriegst du halt auch jede Menge Elektronenkram, ne? Das ist wirklich geil hier. Aber wir sollten mittlerweile genug davon haben. Durch die Tour mit dem Autos und das alles, was ich jetzt gemacht habe, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ich noch mal, ne? Nehmen wir mit. Noch auch noch dreimal drauf drücken. Das Ding auch abgebaut. Da oben ist nichts. Sehr gut, dann gehen wir drunter. Seid echt schnell Elektron zusammen. Aber. Wie hießen die? Gucken, ob ich die wiederfinde. Vom Namen her. Bitten würde ich jetzt nicht drauf, dass ich das wiederfinde, ne? Maja, trink dir mal was. Erstmal eine Kleinigkeit. Warm drin? Nein, du hast warm drin. Warm drin, ne? Wie schade, dass man das machen muss, ne? Dass man diesen einen Loot-Container kaputt machen muss. Also ich finde es zumindest schade. So, jetzt gehen wir noch auf der anderen Seite runter, machen aber so wenig kaputt wie möglich. Weil vielleicht kommen wir nochmal wieder, ne? Vielleicht kommen wir ja nochmal wieder. Uns ja schließlich benehmen, ne? So. Und hier kriegst du jede Menge Elektrokram, ne? Ja. Kannst du richtig das machen, was Elektrozeug betrifft. So. Hier haben wir noch nicht reingeguckt. Hier haben wir auch noch nicht reingeguckt. Ja, Federn. Meine Federn, wo sind denn da? Federn brauchen wir nicht. So, hier haben wir nochmal einen. Hier haben wir noch eine Tasche. So. Und dann war es das auch schon so gut wie, ne? Dann sind wir auch schon so gut wie durch. Ja, und wie gesagt, solche Gebäude sind halt einfach nur gut, wenn du halt echt Elektroteile brauchst, ne? So. Verändern. Das raus. Da kommen wir 62 Glocken. Das können wir klein machen. Ja, gut, und dann sollte das, glaube ich, auch reichen, ne?
Mechanische Teile werden halt noch ein bisschen. Okay. Ich lasse jetzt noch mal ganz kurz 2 Minuten gucken, wie. Warte mal, habe ich euch beide? Nein. Vulture! Wir müssen jetzt mal ganz kurz hier hinstellen und gucken, ob wir diese Lampen finden. Nee, da wollte ich rauf. Häuser. Licht, Strahler, Lampe, Lampe, Licht, Strahler. Leuchte. Ich finde die nicht. Ich finde die nicht, Leute. Ich finde die nicht. Naja gut, egal, vielleicht finde ich es gleich zu Hause. Ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Ich fahre nach Hause. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht mal gucken, bis dahin. Da bleibt doch mal ein bisschen dran hier. Okay, hier war ich vorhin schon. Da muss ich jetzt ganz kurz einmal auf der Map gucken, ja. Okay. Hier jetzt lang. Wir müssen einmal umdrehen. Ja, ja, ruhig. Fahren wir nochmal 2 Minuten zusammen hier lang. Nochmal gucken. Die zweite links immer geradeaus. Nee, 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 ich glaube, da bin ich lang gefahren. Da bin ich, glaube ich, vorhin lang gefahren. Hier war ich jetzt nicht drauf, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. So, so wie gesagt, die zweite links, genau, so, hier. Und jetzt immer Feuer von oben. Wie gesagt, auf die Kleider, da hatte ich keine Lust drauf. Und jetzt Gas. Ups, ja nicht so ein Gas. Ab nach Hause. Jetzt wollen wir auf unser Zuhause, ne? Ich hätte doch noch eine weiter gemusst, aber gut, ich hab. Ist ja nicht wild. Okay, komm, die beiden Autos nehmen wir noch mit. So, und die nehmen wir jetzt auch mit. Die haben sich hier so angeboten, die nehmen wir jetzt noch mit. So, und das hier noch. Einen wunderschönen guten Morgen. Habt ihr wenigstens den Morgen auch noch mitbekommen? Hab ich noch Platz drin? Ja, sollte alles passen. Falls da noch eine Batterie finden, was das? Nee, haben wir diesmal kein Glück mit einer Batterie. Also. Okay, egal. So, wir sind. Stopp. Den können wir natürlich, wenn der sich so präsentiert. Und der da drüben auch, nehmen wir ihn natürlich. Das heißt, Muni. Muni, Muni, Leute, ne? Ja, das Thema wollte ich nicht. Aber jetzt nehmen wir sie mit als Andenken. Jetzt fahren wir nach Hause. Aber waren wir da nicht? Egal. So. Ich befinde mich auf dem Heimweg. Wir sehen uns zu Hause wieder. Und dann gucken wir mal. Schönes Anstellen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann euch die Folge anschaut. Ich hoffe, der kurzfristige Ausflug hat euch gefallen. Ciao, ciao. Erst weiter.